Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute ist wieder eine Art Random Talk Video. Bevor wir damit allerdings anfangen, wollte ich hier einmal noch ein kleines Unpacking machen. Und zwar habe ich mir, weil ihr wisst ja, ich kaufe mir nach und nach immer so ein bisschen Equipment für die Kamera und auch fürs Video Setup hier, eine, ich weiß nicht, ob man es sieht, eine EW63C Canon Streulichtblende, also Gegenlichtblende gekauft. Ja, die wollte ich mal eben kurz vor der Kamera unboxen. Ja, man macht sowas ja speziellerweise immer dann mit Kamera. Also das ist eigentlich auch gar kein großer Akt hier. Einfach mal oben dran ziehen. Okay, doch, bisschen größerer Akt. Irgendwie will die Packung gerade nicht aufgehen. Und zwar hat das ganze Ding 17 Euro gekostet. Ich hoffe, dass ich dadurch bessere Videoqualität kriege irgendwie. Also dass quasi vom Licht her das Ganze ein bisschen besser wird. Ja, da ist das Ganze eingepackt. Und so sieht der ganze Spaß ausgepackt aus. Und die wird quasi einmal auf das Objektiv draufgeschraubt. Und nachdem dieser unspektakuläre Teil fertig ist, ja, soll es natürlich auch weitergehen. Und zwar habe ich ja im Karfreitag-Video gesagt, dass es kein Honda-Fest gibt. Heißt also, ich habe eine gute Alternative gefunden. Und zwar schaue ich, dass ich am 5.5. nach Sanford fahre. Dort ist das Jeb-Fest Sanford, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass das so heißt. Und dort fahre ich dann hin und mache da auch ein kleines Aftermovie in Anführungsstrichen, also ein kleines Filmchen dazu, weil ich denke, das ist einfach eine gute Alternative dazu und dann seht ihr trotzdem ein Treffen und trotzdem ein paar andere Autos als nur meine beiden quasi oder meine drei. Was allerdings nicht bedeuten soll, dass es da natürlich nicht weitergeht, und zwar vom Fiat Punto hat man ja jetzt länger nichts mehr gesehen. Das ist auch gewollt, weil davon wird es wahrscheinlich auch nur noch ein Video geben. Und zwar wird der Punto jetzt im Mai neue Bremsen kriegen. Also die werden jetzt bald bestellt und davon wird es dann ein Einbauvideo geben. Dann geht es demnächst auch weiter beim EJ9. Und zwar wird da Anfang Mai wahrscheinlich auch das ein oder andere Teil noch bestellt. Und da gibt es dann auf jeden Fall noch ein paar Einbauvideos, auf jeden Fall zu den Hochtönern. Und vielleicht noch zu zwei, drei anderen Sachen, je nachdem, was ich vielleicht Anfang des Monats bestelle. Ja, und beim EJ6, da kommt jetzt auf jeden Fall am Dienstag, wenn ich wieder da bin, also ich bin übers Wochenende wieder weg, kommt das Armaturenbrett raus und dann vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, wie viel ich da ehrlich gesagt noch dran mache, bevor ich den Motor raushole, weil alles, was ich ausbaue, ist ja auch quasi etwas, was ich nicht mitverkaufen kann zu der Rohkarosse. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich weiß auch nicht, ob das so viel Unterschied macht, ob ich jetzt da Sachen drin lasse oder wirklich alles ausbaue vom Preis her, was ich für die Karosse im Endeffekt bekomme. Deswegen auf jeden Fall wird das Armaturenbrett wahrscheinlich rauskommen, ganz einfach, weil oben ja diese Belüftung nicht drin ist und wenn ich irgendwann wirklich bei meinem Civic auf Doppelding gehen soll, das Ganze natürlich irgendwie ein bisschen sinnvoller ist. Und da ja beim EJ9 hinten der Wischer rausfliegt, kommt auch dann entsprechend dieser Lenkstock vom EJ6 auf jeden Fall in den EJ9. Ganz einfach, damit ich hinten diesen Knopf nicht mehr habe. Und dann geht es demnächst auch weiter mit dem Thema Scheinwerfer. Und zwar, ihr habt ja gesehen, das Video mit dieser Aufbereitung. Mir hat das Ergebnis auch noch nicht so ganz gefallen. Das heißt, ich werde da nochmal auf jeden Fall ran müssen. Das mache ich dann ohne Kamera. Ich habe allerdings das Gefühl zu wissen, woran es gelegen hat. Und zwar wahrscheinlich am Klarlack. Ich habe mir jetzt anderen bestellt. Und ich werde das damit nochmal versuchen und hoffe, dass das Ergebnis ein bisschen besser sein wird. Das heißt, es gibt dann auf jeden Fall demnächst ein Video vom Einbau und dann bekommen wir ja die anderen Scheinwerfer quasi als Austausch. Also Philipp, wenn du das hier siehst, deine alten Scheinwerfer sind meine. Davon wird es dann wahrscheinlich auch noch ein Aufbereitungsvideo geben und wie wir die Inlays schwarz lackieren. Heißt also noch eine ganze Menge Arbeit, die dann auf uns zukommt oder auf mich zukommt. Warum sage ich eigentlich immer uns? Ach ja, weil ihr ja irgendwie trotzdem Teil des Kanals seid und irgendwie Teil des ganzen Projektes. Wir sind übrigens mittlerweile 57 Abonnenten, das ist der Wahnsinn. Die Watchtime liegt jetzt insgesamt bei, glaube ich, 23.000 irgendwas Minuten. Das heißt, wir sind ungefähr bei 10% von dem, was ich brauche zur Monetarisierung. Was übrigens gar nicht mal so schlecht ist. Also für die Zeit, die ich das jetzt mache, also es sind fast 3 Monate. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich super happy, mir macht das immer noch Spaß. Auch wenn natürlich einige Sachen vielleicht nicht so laufen, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Zum Beispiel der Uploadplan
um das auch nochmal kurz anzusprechen. Und zwar habe ich bei vielen Automotive-YouTubern geschaut, ob die denn so Upload-Pläne haben, regelmäßige. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen großen Firmen wie JP Performance oder so, sondern von den ganz, ganz normalen Leuten, ja, den Random Guys, die das quasi in ihrer Garage alles machen, so wie ich. Da muss ich sagen, vieles von dem, was die machen, ist halt auch dann so ein bisschen Hauptsache, ich habe ein Video. Ja, also dass die quasi ihren Upload-Plan gerecht werden und dreimal die Woche was hochladen oder zweimal die Woche. Und mir ist aufgefallen, dass ich das nicht dass ich das irgendwie nicht möchte. Natürlich ist es wichtig, dass ich die Watchtime fülle und dass ich irgendwie auch auf diese 240.000 Minuten, also diese 4.000 Stunden komme. Allerdings glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt inhaltlose Videos zu machen, weil ich glaube, das bringt mir A, keine Abonnenten ein und B, nicht wirklich viel Watchtime, weil die Leute dann irgendwie nach 2 Minuten abschalten und sich denken, okay, cool, brauche ich mir nicht angucken. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass ich dann wirklich nur Videos mache, wenn wirklich etwas Interessantes anliegt. Das heißt, wie jetzt zum Beispiel der Ausbau, also der die Schlachtung vom EJ6 oder der Ausbau dann vom Motor, der neue Einbau, der Zahnriemenwechsel und. Also dass man einfach solche Sachen macht oder auch die Treffen, die ich dann mitnehme oder halt so Sachen jetzt am Punto, Bremsen wechseln oder sowas. Also dass wirklich Sachen da sind, die auch interessant sind. Natürlich wird jetzt dieses Format hier, dieses Random Talk Ding, das wird auf jeden Fall bleiben. Ich habe mir auch überlegt, das werde ich wahrscheinlich einmal die Woche oder alle zwei Wochen machen. Ganz einfach, dass ich das Ganze quasi so als Überblick mache von dem, was noch kommt und von dem, was schon da war. Moment, das müsste eigentlich in die andere Richtung sein. Von dem, was noch kommt und von dem, was schon da war. So rum. Ja, und das Ganze wird auf jeden Fall bleiben und ich denke, das wird auch ganz cool. Dann ist auf jeden Fall ein Treffen, was ich euch jetzt schon mal sagen kann, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, und zwar das EJEK-Meet am Nürburgring. Das heißt, da wird es auch nochmal ein Video zu geben. Das ist allerdings erst im späteren Teil des Jahres und da wird es auf jeden Fall ganz, ganz viel lustiges Material geben. Bald kommt dann auch der restliche Teil vom EJ9 übrigens, weil, wie ihr ja gesehen habt in einigen Videos, ich habe ja immer noch kein Heizungsbedienelement, das befindet sich nach wie vor im Umbau. Da gab es ein paar Probleme bezüglich der LEDs, die jetzt in das Bedienelement eingelötet wurden. Das erkläre ich euch alles, wenn es dann da ist, aber nur damit ihr halt Bescheid wisst, das gibt es noch und das ist auch noch im Umlauf und es kommt auch wieder zurück. Ich hätte auch in der Zwischenzeit natürlich das vom EJ6 einbauen können, ist mir allerdings, habe ich da keine Lust, das Ganze dann wieder rein, raus und das macht alles keinen Sinn. Deswegen warten wir da noch brav ab. Dann wird es vielleicht auch noch demnächst ein Update geben zu den Enkai-Felgen. Also ich werde versuchen, dass ich da jetzt endlich mal den Farbcode kriege, dass wir da auch mal Gas geben können, die eine Felge bzw. die zwei Felgen repariert werden. So dass sie nicht mit Bordsteinkratzern irgendwie auf Treffen steht, das sieht auch immer irgendwie ein bisschen doof aus. Und da will ich eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen, das ist einfach jetzt nur so als Überblick von dem, was jetzt im April gewesen ist, beziehungsweise was jetzt Richtung Mai kommt, so langsam, und was jetzt auch demnächst vielleicht oder im besten Fall an Teilen auf uns zukommt. Wie gesagt, ich möchte jetzt Anfang Mai auf jeden Fall noch ein paar Sachen für den Honda bestellen und die Bremsen für den Punto werden auf jeden Fall kommen. Und dann, wie gesagt, wird es erstmal natürlich weiter am EJ6 gehen. Ich hoffe, dass ich das bald fertig kriege, sodass wir bald den Motor rausholen können, sodass wir schauen, wie es ihm geht und dass wir gucken können, was wir auf jeden Fall machen müssen oder was ich auf jeden Fall brauche, weil vieles macht keinen Sinn, irgendwie zu wechseln, wenn es dennoch funktioniert und wenn es noch gut im Futter steht, sage ich mal. Deswegen werden wir da auf jeden Fall in Ruhe schauen müssen. Ja, ich sehe schon, ich habe wieder lange und viel gequatscht. Ich gucke immer so an euch vorbei quasi aufs Display, also nicht böse gemeint. Das ist einfach nur, damit ich die Zeit irgendwie so im Blick habe. Und ich sehe, ich bin schon wieder viel, viel zu lang unterwegs hier mit dem Gequatsche. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für den Support. Ja, egal, ob es Kommentare sind, Likes sind oder abonnieren oder sonst irgendwas. Es freut mich jeden Tag auf jeden Fall, dass ich dabei bin und langsam aber sicher wachse. Ach ja, und da fällt mir noch eine Sache ein, und zwar gehen wir langsam aber sicher auf die 100 Abonnenten zu. Jetzt ist meine Frage an euch, ob wir da ein kleines Giveaway machen sollen. Ich habe da natürlich an nichts Extravagantes gedacht, also wirklich nur sowas im kleinen Rahmen. Und ich hatte mir gedacht, irgendwie so ein Gutschein oder sowas. Und da ist mir aufgefallen, nicht jeder ist jetzt hier unbedingt Tuner, der hier bei mir zusieht. Andersrum shoppt nicht jeder unbedingt auf Amazon.
Das heißt, ich muss da halt gucken, was da irgendwie Sinn macht. Auf jeden Fall irgendwas so im Rahmen von 20, 25, 30 Euro vielleicht. Und da müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie schauen. Da brauche ich eure Hilfe, ja, eure Vorschläge, auf was ihr Bock hättet. Weil im Endeffekt, das ist ein Giveaway für euch, nicht für mich. Das heißt, eure Hilfe ist da natürlich wie immer sehr erwünscht. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ja, dann geht es wie gesagt wieder mit dem Civic weiter, also mit dem EOS 6. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.